Der Ire Michael D. erhebt Vorwürfe gegen den italienischen Notruf. Seine Freundin Jana G. habe das Bewusstsein verloren. Als er um Hilfe bat, habe niemand Englisch gesprochen. Jetzt wehren sich die Retter und rücken den Freund in ein schlechtes Licht. Michael de Stern macht Verständigungsprobleme dafür verantwortlich, dass seine Freundin Jana G. Stern nicht mehr am Leben ist. Der Ire und die Deutsche lernten sich während der Pandemiezeit kennen und waren bereits seit einiger Zeit mit einem selbst umgebauten Van auf Europareise. Am 20. Januar kam es am Strand von Fossene in der Nähe von Rom zum Unglück. Nach Angaben von Michael de verlor Jana G. plötzlich das Bewusstsein. Sie hat sich kurz gebeugt, um etwas aus dem Kühlschrank zu holen, sagte sie zu La Repubblica. Dann habe sie nur noch gesagt, sie werde ohnmächtig. Ich habe keine Sekunde gezögert und die Notrufnummer 118 gewählt, sagte sie. Doch, beim Notrufdienst sprach niemand Englisch. Jana könnte noch leben. Jana G. wurde von einem Notarzt und den Rettungskräften erst versorgt und nach Ostia ins Spital gebracht. Kurz nach der Einlieferung starb sie. Beunruhigender Instagram-Post. Der Rettungsdienst weist die Vorwürfe von Michael D. zurück, dass Verständigungsprobleme zu Verzögerungen geführt hätten, und veröffentlichte als Beweis die Aufzeichnung des gesamten Telefonats. Der Notruf sei sofort korrekt und in englischer Sprache bearbeitet, der Einsatzort mit Längen- und Breitengradkoordinaten geolokalisiert worden. Das Ambulanzfahrzeug traf 18 Minuten nach dem Anruf am Unglücksort ein, heißt es. Die Einsatzfahrzeuge wurden ordnungsgemäß dorthin geschickt, wo sich der Nutzer zum Zeitpunkt des Anrufs aufhielt. Da der Mann aber beschlossen hatte, seinen Standort zu verlassen, fanden die medizinischen Teams beim Eintreffen am Unglücksort niemanden vor, so der Rettungsdienst. Um den genauen Ablauf des Rettungsansatzes in Erfahrung zu bringen, wurde von den zuständigen regionalen Gesundheitsbehörden eine Untersuchung eingeleitet. Werbung. Die Stellungnahme der Rettungskräfte lässt Michael D. in einem schlechten Licht erscheinen. Auch ein Post des Paares auf Instagram ist rätselhaft. Ich kann es kaum erwarten, meine Angstzustände zu bekämpfen, heißt es in einem Beitrag vom 11. Januar auf dem gemeinsam betriebenen Profil. Wer den Satz geschrieben hat, ist unklar. Staatsanwaltschaft prüft Anstiftung zum Selbstmord. Um den Unglückshergang rekonstruieren zu können, wurde Michael D. von den Carabinieri einvernommen. Der Freund der Verstorbenen behauptet, die vom Rettungsdienst veröffentlichte Aufzeichnung des Notrufs sei manipuliert. Zur Feststellung der genauen Todesursache verfügte die zuständige Staatsanwaltschaft von Civitavecchia eine Autopsie der Leiche. Ob Jana G. wegen eines medizinischen Problems ums Leben kam, Opfer eines Unglücks wurde, Selbstmord beging oder Opfer eines Verbrechens wurde, ist offen. Genauso wie die Frage, ob der Rettungsansatz termingerecht erfolgte, immer noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Im Moment wird ein plötzlicher Kreislaufstillstand vermutet. Werbung. Sternnamen bekannt.